mir laufend an, dass er offline ist, obwohl ich streame. Ja, es dauert immer ein bisschen. Seit 5 Minuten. So. Doch, also, das ist Quali, du bist noch nicht dran. Oh. Ups. Genau. Hoppala. Ja, an erster Stelle geht jetzt Pete Zinn auf die Strecke. Ah, wunderbar, der ist da. Und ich wieder auch. So, jetzt sind wir hier auch da, jetzt funktioniert alles. Wir sind hier im Qualifying, wir fahren alle nacheinander, schauen so ein bisschen zu. Pete N ist jetzt der, der als erstes hier auf die Strecke geht. Das heißt, die Leute haben wie üblich gewohnt hier bei dem Rennformat eine Runde Zeit, eine Hotlap zu fahren. Und wenn sie die gefahren haben, tja, dann müssen sie halt die gewertete Runde, sie haben eine Auslaufrunde und danach kommt die gewertete heiße Runde. Pete N hier jetzt auf der Strecke. Schauen wir mal so ein bisschen. Wir haben 30 Minuten Zeit, 14 Fahrer insgesamt. Also da geht definitiv einiges. Als nächstes wird dann auch Petro XXX rausgehen. So, Benchmarks sind hier so eine 1,45er Zeit. Schauen wir mal, was der McLaren hier abreißt vom Pietzen. Ich denke, da werden wir doch einiges erwarten können heute. Ist leider ein bisschen verspätet gestartet, der Stream heute. Wie immer, Problems. Technical Issues with Project Cars. So, sobald wir bei T2 sind, geht der nächste auf die Strecke. In Form von Petro XXX. Jetzt können wir ja mal so ein bisschen gucken. Mit dem Gamepad geht das Ganze wieder halbwegs. Schon mal so ein bisschen schauen, wie er dann von hinten aussieht, der Wagen, oder von vorne. Aber hier in der TV-Cam schön zu sehen, wie er da langfährt über die langen grünen Geraden. So, Petro XX kann jetzt auf die Strecke. Petro ist der Rechner abgeschmiert. Kannst ihn hinten anstellen. So, dann geht Herr Schmidt jetzt auf die Strecke. Jetzt sind wir hier auch in der Hotlap von Pete's N. Oder Pietzen. Da sehen wir mal, was da so auch an. Ja, doch. Zeiten bei rauskommt. Leider momentan hier immer noch dieses Overlay offen, damit ich auch so ein bisschen Überblick habe, weil zusätzlich zur Kommentatorentätigkeit muss ich halt das ganze Spiel noch managen. Ein bisschen lauter, dass ihr ja was vom Motorensound habt. Da bin ich jetzt ein bisschen gespannt, was wir da an Zeiten rausfahren werden. Also man sieht halt hier ganz definitiv im Vergleich zu Raceroom, schöneres Overlay zum Streamen, aber Project Cars hat da doch die stimmungsvollere Grafik und auch diese kleinen Details, wie jetzt diese wirbelnden Blätter, das wirkt halt alles so all in all runder, harmonischer, streamlineter. Ich mag's wirklich. Gambi kann auf die Strecke. Sehen wir hier auch die erste gewertete Zeit auf McLaren. Schießt da Startziellinie lang. Eine 1,48,922. Schau mal, was haben wir denn noch an Fahrern? Gambi ist hier raus mit Mercedes SLS AMG. Und auf der Strecke haben wir Herr Schmidt im Audi R8. Ist jetzt in der heißen Runde. Petro auch wieder im Spiel.
Pedro kann jetzt auf die Strecke. So. Schauen wir mal, ob er jetzt auf die Strecke geht. Wunderbar, da geht er raus. Schauen wir mal, was hier Herr Schmidt mit seiner Zeit... Ah! Da hat er die Zeit verschissen. Ärgerlich, ärgerlich. Da kann er eigentlich direkt in die Box. Hat er auch gemacht. Kann passieren hier. Alle keine Profis. Gambi geht jetzt hier gleich in die heiße Runde, hat auch keinen optimalen Wagen mehr. Ja, für alle anderen Zuschauer, ne? Falls wir hier mit dem Qualifying noch genügend Zeit über haben, werdet ihr mein brillantes fahrerisches Können nachher sehen. Ich werde im Zweifel als letzte Person aus Scherz noch kurz eine Runde nur mit Gamepad, beziehungsweise in dem Fall sogar mit Maus und Tastatur drehen. So, Gambi jetzt in der heißen Runde hier. Schauen wir mal, was da an Top-Zeiten rausgefahren wird. Aber auch hier, oh, direkt der Verbremser am Anfang. Und das war es eigentlich auch schon mit der heißen Runde, dass die Nummer kann aber enden. Sehr interessant, wir haben hier auf der Strecke sehr viele Herausforderungen. Topman kann auf die Strecke. So, zweite Person geht jetzt auf die Strecke, weil wir haben nur noch einen Wagen auf der Strecke. Da haben wir genügend Zeit, eine weitere Person auf die Strecke zu bringen jetzt. Topman fährt jetzt auch langsam aus der Box raus. Ja, Pedro wird gleich in seine gezeitete Runde gehen hier im Ruf. Und dann werden wir auch wieder so ein kleines dreckiges Rennen hier auf Monza haben. Schöne, kompakte 10 Runden, die wir nachher fahren. Und dann wird das Ganze schön lecker, flockig. Alles schön eng beieinander sein. Moin, Giro! Verdammt, ich habe vergessen, die Alterssperre reinzusetzen. Die wäre heute nötig. So, jetzt gucken wir mal hier Petro aus seiner Perspektive direkt zu. 1,59, 1,16 ist er gefahren. Jetzt entweder geht er jetzt erst in die scharfe Runde. Warum auch immer die Zeit gewertet wurde. Twister kann auf die Strecke. Aber gucken wir mal so ein bisschen aus der Stoßstangenkamera hier zu. Da fährt sich das Ganze dann nochmal anders. Mal so ein bisschen die Daten einblenden noch dazu. Mit was für Geschwindigkeiten der unterwegs ist. Ansonsten Topman da hinten noch auf der Strecke. Gambi auf der Strecke. Twister auf der Strecke. Beziehungsweise Gambi, Petro. Da müssen wir mal gucken. Da sind wir auf jeden Fall heute so ein paar. Ne? Da können so ein, zwei knackige Ergebnisse noch kommen. Ich denke, da wird sich einiges tun im Laufe des Rennens. Ja, herzlich willkommen auch an die anderen Zuschauer. Heute Abend hier GT3-Rennen der RRV GT auf Monza. Wir befinden uns gerade im Qualifying, für die, die den Modus noch nicht kennen. Erst wird eine Runde gefahren zum Aufwärmen und danach kommt direkt die Hotlap, die jetzt hier auch bei Pedro gefahren wurde mit einer 1,46,553. Und dann geht es sofort in die Box. Shorty kann raus. Und ich schicke immer nacheinander die Leute auf die Strecke. Jetzt schauen wir hier Topman bei einer heißen Runde zu. Ja, moin! Sehr schön. Da begrüße ich doch quasi meinen Co-Kommentator Giro MC hier im Channel-Studio. Ja, hallo. Hallo, vielen Dank, vielen Dank. Bisschen lauter? Ich kann nicht viel lauter. Ah, ich hab dich jetzt auf Anschlag, wunderbar. Ah, sehr schön. Ja, aber hallo nochmal.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Kann heute leider nicht fahren. Schade. Er hätte sonst seine Führung ausbauen können. Ja. Ja, aber so ist das manchmal. Darum bin ich hier. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen, wenigstens zuschauen zu dürfen. Vielen Dank dafür. Ja, dann schauen wir mal, was die Kollegen so machen. Strössner kann raus. So, sind jetzt hier auf Topman nochmal in seinem schönen Aston Martin unterwegs. Da ist natürlich die Frage, ob das aus einer 1.46.553 haben wir vom Pietzen gesehen. Kommt er da nochmal ran? Ja, eine 1.53.184, also der ist hier außer Konkurrenz am Fahren. Ich weiß nicht, wie sieht das aus bei dir, Giro? Moin, Tobi Puh. So das Gefühl, dass du jetzt einfach als Führender quasi nicht mitfahren kannst, ist das nicht eine kleine Belastung auch? Ja, definitiv, definitiv. Die Konkurrenz schläft ja nicht. Ja. Und das ist natürlich jetzt ein herber Rückschlag für das ganze Team. Aber ja, wir versuchen es sportlich zu sehen, wir lieben die Herausforderungen und beim nächsten Rennen greifen wir wieder voll an. Wie sieht das denn aus? Was sind so deine Tipps auch? Wer macht heute die ersten drei Plätze? Also meine Tipps, wen ich ganz klar vorne sehe, ist ein Lars Otto Hawk mit seiner Ginetta, der einfach unglaublich ist, was dieses Fahrzeug rausholt. Das muss man einfach immer wieder erwähnen. Chris CMB Tech mit seinen M3, also das ist Wahnsinn, was die Jungs da für Zeiten vorne fahren. Und dann als drittes, ja, Überraschung. Also ich denke mal, so ein Aston Martin könnte vorne mitmischen. Muss man mal gucken, vielleicht auch ein Z4, aber da bleibt's echt spannend. Ja gut, die Z4 fahren ja eher so, ich sag jetzt mal, Standardleistungen fast schon. Obwohl, Twister hier mit einer 1.48.777 auch nicht so schnell unterwegs, wenn ich mir das angucke. Nee, da haben wir schon schnellere Zeiten von ihm gesehen. Paulot kann raus. Da gucken wir uns mal so ein bisschen beim Strössner nochmal an, auch im Z4 hier unterwegs, noch in der Aufwärmrunde. Aber da weiß ich nicht, die Z4 sind halt irgendwie so Mittelklassewagen, habe ich das Gefühl, aber die sind halt nie so richtig irgendwie, also außer auf Ausnahmefahrern vielleicht, aber sonst sind die einfach die dominierenden Mittelfeldwagen. Definitiv, definitiv. Als also der Z4 ist der Allrounder, sage ich jetzt einfach ja, immer gerne dazu. Genau. Bei einer Highspeed-Strecke, ja, da kommt es drauf an. Also gerade Monza, klar, Highspeed ist wichtig, ist aber nicht das A und O. Die Kurven sind hier nicht zu unterschätzen. Gerade die Parabolika, da muss man viel Schwung mitnehmen. Ich sag mal so, die Red Bulls in der Formel 1 haben es vorgemacht. Die sind bei ihren Topspeeds nicht wirklich vorne mit dabei, drehen aber trotzdem die schnellsten Runden hier. Die Frage ist, wenn du natürlich nicht so kurvenschnell bist, aber ein sehr hohes Moment hast, um rauszubeschleunigen, kann das natürlich auch nochmal einiges ausgleichen wieder. Definitiv, definitiv. Das ist es halt. Da bin ich so ein bisschen, weiß ich, Ginetta ist so, ja, kann ich als Wagen überhaupt nicht einschätzen. Ist für mich auch so diese kleine Mystery-Nummer, die hier unterwegs ist. Ist halt so das Geisterkart. Kann halt keiner wirklich einschätzen, was da in dem Auto hier auf der Strecke ein Potenzial ist. Nein, da kommt es wirklich auf den Fahrer drauf an, wie er das Potenzial dieses Fahrzeuges ausnutzen kann. Und wir wissen ja alle, dass der Hawk einfach ein Ausnahmetalent ist, was das angeht. Und ja, ich denke mal, der wird das Fahrzeug am Limit bewegen und wird uns, glaube ich, eine schöne Zeit in den Asphalt bringen. Ja, davon gehe ich auch aus. Ja, wir können jetzt eigentlich so den nächsten wieder auf die Strecke schicken, damit das hier ein bisschen... ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir noch im Rennen? Ich gehe mal ganz kurz in den Boxenmonitor, 15 Minuten, ja, da können wir mal ein bisschen... Ich sag mal, da sind wir jetzt mal dreist, hol ein bisschen Zeit raus, ich gebe nur eine kleine Nachricht an die Fahrer durch. Jawohl. Paulot haben wir raus, Strössner in der heißen Runde hier unterwegs. Kleine Info, 15 Minuten remaining, ich werde die Fahrer ein bisschen langsamer rausschicken. Mokka, Bass, Bende, Blair, Hawk und CMB-Tech sind die letzten, die kommen. Falls irgendwer nicht genannt wurde, bitte kurz hochkommen. Oder noch nicht gefahren ist, dann. Ja, Strössner hier eine 1.46.901 gefahren. Ja, ist halt auch wieder so solide Durchschnittszeit, ne? Ja. Nimmt sich nicht so wirklich was mit dem Petro. Die sind auch beide relativ gleich auf gewesen. Ja, da bin ich noch etwas verwundert. Ich weiß nicht, ob sie Probleme mit den Temperaturen haben. Also mit dem Z4 sind hier auf jeden Fall niedrige 45er-Zeiten drin oder gegebenenfalls sogar hohe 44er-Zeiten. Also ich rechne damit, dass ein Hawk oder ein CMB-Tech heute eine 43er knacken können. Das ist so, ist schwer, aber ich gehe davon aus, dass das drin ist. Ja,
Ja, also. Wenn sie da richtig aufdrehen nachher. Die Zeiten sind definitiv drin. Ja, Paul, was? Die Audi R8, deine Einschätzung, was sagst du zu der Maschine? Ach, Audi R8, also ich bin etwas enttäuscht von den Audis, ohne niemanden jetzt hier irgendwie angreifen zu wollen. Aber ein Topspeed von 281 bei komplett null Flügeln ist einfach zu wenig für eine Highspeed-Strecke. Und es geht einfach nicht mehr bei dem Auto. Ja. Naja, ist halt wahrscheinlich auch zu sehr auf Kurvenfahrt wieder ausgelegt worden. Ja. Aber ich denke mal, so 1,46er Zeiten müssten für den Audi auch machbar sein. Ja, wenn wir jetzt sehen, Paulaut ist jetzt hier auf dem Audi unterwegs, ist so der schnellste Audi-Fahrer, den wir haben. Danach haben wir noch einen Roof, eine Z4, einen Ginetta. Ja, die Roof kann ich gar nicht einschätzen. Also habe ich noch keine Zeiten von gesehen. Ist auch für mich spannend. Ja, Paulaut jetzt hier noch ein kleiner Schlenker, aber mit was geht er da? Da geht er mit 1,46, 3,24, setzt er sich auf den ersten Platz. Dann kann Mokkabass jetzt raus. Ja, ich denke mal, mit einer 1,463 kann der Powerlord auch wirklich zufrieden sein. Ich weiß nicht, ob da unbedingt viel mehr geht bei dem Audi. Mokkabass, bitte rausfahren. 10, 9. Danke. Entschuldigung fürs Ansehen. Ja, Mokkabass geht jetzt hier auch in die Aufwärmrunde, 12,5 Minuten noch zu fahren. Das heißt, wir sehen jetzt hier die Aufwärmrunde von Mokkabass. Und sobald die Nummer durch ist mit seiner Aufwärmrunde, ja. Dann werden wir auch so ein bisschen in die anderen Runden übergehen. Ja, und dann werden wir sehen, was da wirklich an Zeiten, genau, was da an Zeiten noch drin ist. Ja, es bleibt spannend. Ich denke, da ist noch viel. Ich denke, dass da noch ganz, ganz viel Niveau nach oben drin ist. Ja, noch viel gemacht werden kann. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Wie gesagt, es fällt mir schwer, ich merke das auch gerade, zuzuschauen, würde da gerne eingreifen, aber es ist leider nicht möglich. Ja, schade, schade, schade. Ja, ich hätte dich gerne gesehen heute nochmal im Auto, aber ja, dann beim nächsten Mal. Es ist schwierig. Ja, das ist halt schade. Eine Höchststrafe. Wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, wie die Fahrer hier ihre Fahrzeuge Shorty eingestellt haben. Shorty, geht bitte auf die Strecke jetzt. Temperaturen sind für Italien ungewöhnlich niedrig. Ja, immer gut, Januar, das ist noch möglich, dass da auch in Italien die Temperaturen sind. Nein, da sind immer 40 Grad. Oh! Ja, Mokkabass gerade, ich weiß nicht, guckst du zu, siehst du das? Mokkabass gerade einen kleinen Dreher gehabt, sehr schön, ne? War klasse zu sehen. Ja, ganz klar, da einfach zu stark über den Körb gekommen und aber gedreht ist. Aber wenn Mokkabass natürlich jetzt in der heißen Runde ist, ist das ganz böse. Ja, Shorty ist jetzt hier noch mit auf der Strecke, Bendebär, Hawk, CMB-Tech haben wir noch. Ja, auf den Shorty bin ich gespannt. Also was der aus seinem Essen rausholt. Das ist viel, das ist aber auch so ein, ja, mit Topman, weiß ich nicht. Also Shorty ist für mich immer so ein Risikofaktor. Kann viel, kann auch nach hinten losgehen. Grundsätzlich halte ich den aber für einen sehr, sehr leistungsstarken Fahrer, wenn er denn da seine... Definitiv, definitiv. Also der Shorty geht auf jeden Fall aufs Ganze. Ich meine, das ist auch das, was Motorsport ausmacht. Das wollen die Leute ja auch sehen. Ja, manchmal geht's gut, manchmal geht's schief. Ja, Mokkabass jetzt hier in der heißen Runde hat das Licht schon vorher angehabt, aber nicht so das Problem. Ich denke, das wird relativ spannend, was wir jetzt hier sehen. Ich denke, da können wir auch einiges erwarten heute an die Fahrer. Bendeberg, geht bitte jetzt auf die Strecke. Ich weiß nicht, Mokkabass habe ich auch immer so ein... Ist für mich auch immer so ein Fahrer, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Entweder der fährt eine extrem starkere Zeit. Ja. Oder ja. Es ist halt, weiß ich. So, auch wieder jetzt, ne? Jetzt dreht er sich halt, als ob er halt, er ist immer extrem gut dabei und dann will er zu viel, glaube ich. Dann will er einfach zu viel und dann muss er das halt stoppen. Das heißt, Mokkabass ist. Mokkabass fährt jetzt hier auch so unter ferner Liefen. Da ist wir jetzt ein Shorty in der heißen Runde unterwegs. Ja, jetzt sind die Bilder auch bei mir angekommen. Ja, einfach zu spät gebremst, zu schnell in die Kurve rein.
Da ist die Runde gewollt, glaube ich. Ja, definitiv, da gebe ich dir absolut recht. Ja, Aston Martin wirst du auch gleich sehen. Shorty merkst du halt, der spielt mit Gamepad. Das merkst du halt immer. Ja, ist etwas zackig und ruppig. Ja, ne, siehst du halt, also er kommt damit echt gut über die Kurven. Ich würde seine Zeiten bei weitem nicht fahren mit dem Pad. Nein, definitiv nicht. Nee, will nicht. Also wenn ich mit Pad fahre, das können wir gleich nach Zeit das mal machen, dann fahre ich eine 2 Minuten 10. Ist unterhaltsam zu sehen. Ob das sinnvoll ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Aber schau, die geht halt hier auch richtig auf, ne? Ja, also wie der die Curbs nimmt, mein Gott nochmal. Das ist schon... Ja, das ist... Hawk 78 kann jetzt in die Aufwärmrunde gehen. Ja, es ist halt, ne? Das sehen wir gleich. Das finde ich auch immer erstaunlich, dass er so diese Spurtreue auf den Geraden hält. Ich verstehe das auch nicht, wie der das hinkriegt. Also... Auch in die Kurven rein, bremst ja, da schön rein, slidet auch. Meine Theorie ist, der hat sich einen großen, langen Metallstab irgendwie auf sein Gamepad gesteckt und kann das viel feiner mit lenken und hat da irgendwie so eine Feder noch gegengesetzt. Ne, das sehen wir ja jetzt hier, eine 1:47.246. Ich meine, ist halt nicht Topzeit, aber wir reden von Gamepad, Leute. Wir reden von Gamepad, ja. Also da gegen die ganzen das heißt, Lenkradfahrer gegen anzutreten, das ist. Wir haben jetzt hier so einen Bändebär. Der ist auch in einer heißen Runde unterwegs. Vor ihm Hawk 78, das ist nicht deine Zeit, Bendebär. Mal gucken, also Bendebär, was muss man mal schauen. Ich denke mal, er fährt ein ähnliches Setup wie Twister. Also die stehen im direkten, sag ich mal, Kampf gegen nebeneinander. Was hat denn der Twister für eine Zeit gefahren? Das war 1:48.777. Also ich... Ich denke, dass Bendebär da drunter fahren wird. Das so, denke ich auch, also ich schätze ihn eher so zwischen Strössner und Shorty, zwischen so 1:46.9, 1:47.3. Das wäre so meine vorsichtige Schätzung. Mhm. Ja, wobei, ich habe eben gesehen, die Schikane hat er nicht optimal erwischt. Nee, Hawk musste eben nochmal richtig Platz machen. Aber, das werden wir sehen, er hat auch ein bisschen gecuttet gerade hier nochmal über die Schikane, so sah das aus, kurz vor der T2. Ja, das wird keine saubere Runde. Da kann man drüber diskutieren, ob das eine schöne Nummer ist, aber es ist halt nur Quali, ne? Ja, nachher ist es im Rennen, ne? Auszufechten. Das ist es. Es ist halt, wir reden immer noch über Quali. Und das ist wie beim Fußball, ne? Ein Rennen dauert 10 Runden und die vier Reifen müssen über die Linie. Und wer den Bendebär kennt, der weiß, der kämpft bis zum Schluss. Ja, der hat eine nicht gewertete Runde für gekriegt. Das ist natürlich ärgerlich, das war jetzt ärgerlich. CMB-Tech kann rein in die Einführungsrunde. Jetzt sind wir hier bei den letzten beiden Fahrern. Hawk 78 hier jetzt in seiner heißen Runde unterwegs. CMB-Tech fährt jetzt gerade in seine Aufwärmrunde, ne? Auch nochmal sehr spannend. Interessant. Ja, weil Hawk hier halt auch mit einer Ginetta einen völlig anderen Wagen wieder fährt. Ist so der Einzige im Feld. Ich war damals im Team mit ihm zusammen. Hab mich dann aber fürs Kommentieren entschieden, weil ich einfach nicht fahren kann. aber wir haben damals zusammen, weil alle anderen Wagen weg waren und wir noch nicht wussten, dass es halt auch Doppelbelegungen gibt, uns für die Ginetta entschieden. Ja. Wir hatten die Wahl zwischen dem Audi und der Ginetta. Und dem SLS AMG und haben damals halt wirklich gesagt, SLS AMG ist halt ein langes Schlachtschiff. Definitiv. Wird und muss um die Kurven gezogen werden. Audi R8, leichter zu handeln, bietet aber, wenn man es denn gehandelt hat, bei weitem nicht nach oben hin die Möglichkeiten. Nein, also der Audi R8 ist relativ schnell ausgereizt. Die Ginetta, ja, eines der zickigsten Autos überhaupt, aber wenn man das beherrschen kann, dann ist es verdammt schnell. Ja, das ist doch so, ne? Dieses, man muss es halt meistern, aber dann bietet sie halt auch. Ja, das stimmt. Ich selber bin nur ein paar Runden gefahren mit der Ginetta und das hat mir auch gereicht. Das Auto ist schnell, aber ist auch schnell übers Limit hinaus bewegt und dann ist es schwierig, so ein Fahrzeug auch wieder abzufangen. Ja, das sehen wir jetzt gleich, was hier als heiße Runde eingetragen wird. Also sehen wir vielleicht einen anderen Benchmark, 1:46.699.
Hawk hier nur an dritter Stelle am Starten. Ungewöhnlich für ihn eigentlich. Vielleicht ist es das Phänomen Hockenheim, wie beim Hockenheimring. Also Temperaturen, die Reifen kriegen, ist die eine Sache, weil die Zeiten, also ich weiß, ein Hawk ist auch schon niedrige 1,44er Zeiten gefahren. Definitiv. Schauen wir mal, CMB-Tech geht jetzt hier in seine heiße Runde. Ist jetzt in der scharfen Runde unterwegs. Genau, und auch bei CMB-Tech habe ich auch schon 1,44er Zeiten gesehen. Ja, ich weiß nicht, warum hier M3 gefahren? Auch so ein ungewöhnliches Auto eigentlich wieder, ne? Ja, definitiv. Also, wenn man diese Limousine dort sieht, das ist der, ein lustiger so Anblick. Wie, weiß ich nicht, Chris mit Familie on Tour? Ja, genau, genau. Das perfekte Alltagsauto. Ach ja, falls übrigens die Zuschauer auch mal Lust haben, Alltagsautos zu fahren, rrvgt.com, einfach mal vorbeischneiden. Darüber kommt ihr auch auf unseren Teamspeak-Server und ja, dann könnt ihr gerne mal mit euren Familienkutschen über die Strecken ziehen. Aktuell fahren wir größtenteils Race Room, allerdings Dirt Rally ist vorhanden. Project Cars wird auch gefahren, Assetto Corsa natürlich selbstverständlich auch. Und auch für ein, zwei andere Spiele findet sich immer ein bisschen Zeit zwischendrin. Definitiv. Und für unsere Consoleros, Xbox, PlayStation, kommt gern zu uns. Da bieten wir auch genug Programme an, wo ihr mit uns mitfahren könnt. Immer wieder lustig. Ja, bis jetzt sieht die Zeit von Chris sehr, sehr gut aus. Also 10B-Tech. Wunderbar. Seid übrigens, kleines Schmankerl für die Zuschauer, gleich auch für dich. Wir haben hier nach nochmal 5 Minuten Warm-up. In der Zeit werde ich als Kommentator nochmal auf die Strecke gehen, habe ich beschlossen. Jawohl. Ich werde übrigens nur mit der Maussteuerung fahren. Damit auch wirklich alle was zu lachen haben nachher, dachte ich mir. Und was für ein Fahrzeug wählst du, oder ist das eine Überraschung? Ich werde mit dem V8 Vantage GTE fahren. Oh, schönes Fahrzeug. Also ein Wagen, der hier definitiv auch nicht vorhanden ist. Dazu werde ich jetzt nochmal ganz kurz einen Channel tiefer gehen. Klar. So, Leute. Für die Zuschauer werde ich jetzt im Warm-up eine Runde mit dem Dings fahren, mit dem V8 nochmal. Ich gucke, dass ich euch allen ausweiche. Ui. Der Crasher. Aber schönes Qualifying. Wir sind wieder oben. So, ja. 1 Minute 15 haben wir jetzt hier noch, ne? Gucken wir mal so ein bisschen die Zwischenstände. Ungewöhnlich an erster Stelle ein Powerlord LP mit einer 1,46,324 und ein Petro dahinter. Dann erst CMB Tech Hawk, also Ergebnisse, die wir überhaupt nicht so erwartet hatten. Was haben wir gesagt? Nein. Bendebär, ja gut, ungewertete Zeit. Da hält sich auch nicht ein. Gambi, ja, hinten 2,09, Mockerbass dahinter. Also auch ein Topman mit einer 1,53, so nicht erwartet als Zeit. Bei weitem nicht. Nein, nein, das stimmt. Das stimmt. Also auch der Topman ist 1,48er Zeiten gefahren. Wie gesagt, vielleicht haben sich hier ein paar Leute einfach verkalkuliert mit den Reifentemperaturen, weil die Zeiten sind deutlich höher als bei den Trainings zuvor und ja, wie gesagt, immer wieder. Wobei wir natürlich 30 Grad haben, ne? Ja, also ja, wie gesagt, ich glaube, die letzten Trainings haben aber bei 40 Grad stattgefunden. Okay. Und das kann schon den Unterschied ausmachen. Aber ich denke mal, der Paulot wird sich sehr freuen. Ja, klar. Also. Aber. Pedro, eine super Zeit. Und für alle meine lieben Freunde, ihr dürft jetzt gleich wirklich hart lachen. Ich werde ja, nämlich jetzt. Gespannt. Ja, einmal darfst du lachen. Haben wir jetzt überhaupt Warm-up? Doch, für ein Warm-up 5 Minuten müssten sein. Ich hoffe, ich habe es eingestellt. Ich kriege jetzt einen auf den Deckel. Ich hoffe, du hast es eingestellt, weil ich möchte das unbedingt sehen. Ja, habe ich. Sehr schön, genau. Ich gehe nochmal ins Tuning-Setup, nicht wundern. Ich nehme nochmal 0,15 Bar aus jedem Reifen raus, um ein bisschen mehr Traktion zu haben. Fahr doch gleich mit Regenreifen. Ja, so ungefähr. Nee, soft ist das auch wirklich. Aber wenn die halt natürlich mit wenig Druck eingestellt sind. In der Hoffnung, ihr werdet es jetzt sehen. Fahrt live, reine Maussteuerung.
Also ich lenke mit linker Maustaste gebe ich Gas, mit rechter Maustaste bremse ich ab und allein durch Mausbewegungen steuere ich das Fahrzeug. Oha. Dementsprechend werdet ihr jetzt gleich richtig schönes Reifenquietschen hören. Und dann erhaltet ihr auch nochmal so einen kurzen Eindruck von der Strecke. Also ich muss sagen... Und der größte Vorteil, wenn man natürlich Kommentator ist, Rennregeln gelten für einen nicht. Richtig. Man kann einfach cutten wie Hölle. Wobei die erste Schikane so super bekommt. Ja, das mag sein. Bei der zweiten Schikane habe ich mich dann verbremst und musste an der Wand warten, bis die Gruppe vorbei ist. Also bei der zweiten Schikane habe ich einfach die Augen zugemacht. Ich habe nichts gesehen. Es sah alles super aus. Nein, nein. Es ist auch, wie ihr alle wisst, ne? So wird Rennen gefahren, vollkommen regelkonform. Aber ihr seht schon, Maussteuerung ist räudig wie Hölle. Ich bin froh, wenn ich damit um Kurven komme. Ich weiß nicht mal, wie Pedro das mit dem fucking Gamepad macht. Shorty. Oder Shorty. Verdammt, eine Maus hat ja noch mehr Sensitivity als so ein kleiner Analogstick. Und vielleicht habe ich auch zu viel Abtrieb, zu wenig Druck auf den Reifen. Die Mischung macht's. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall Minus ergibt nicht immer Plus. Mathematisch gesehen ist das so, das muss ich jetzt mal sagen. Mathematisch. Wobei wir natürlich jetzt die Frage haben, ob wir nicht in den Raum der komplexen Zahlen vordringen und sowas. Ja, da hast du recht, aber beenden wir das Thema. Es ist schön mit anzusehen. Ich muss auch sagen, ich hätte mir das schlimmer vorgestellt. Also du machst das wirklich sehr gut. Ja, ne? Ich finde auch. Also sollte wenn du Fahrlehrer jetzt die Zeit von Topman schlägst, dann dann ist auch was los hier. Ich würde ja gerne, aber ich bin schon abgekommen von der Strecke. Wobei natürlich nur die Zeit ist, die oben zählt, ne? Als ob ich hier gewertete Runden brauche. Genau. Wer macht nochmal die Regeln? So sieht's aus. Der Rennleiter macht die Regeln. Ja, also auch alle Zuschauer, wir gönnen uns einfach jetzt Warm-ups in 5 Minuten, wo die nochmal die letzten Einstellungen machen. Und wir gönnen uns jetzt einfach mal ein bisschen Spaß und zeigen euch so ein bisschen die Strecke, während ich hier mit Maus und Tastatur das Ding irgendwie, beziehungsweise mit Maus... auch ganz interessant übrigens, mit Shift schalte ich hoch, mit Steuerung runter. es ist ja nicht so. Beim nächsten Rennen werde ich übrigens wieder eine andere Steuerung probieren. Beim nächsten Rennen werdet ihr dann Steuern mit dem Touchpad kennenlernen. Da fahre ich dann mit einer Laptop-Steuerung. Wie möchtest du das denn toppen? Wahlweise Grafiktablet hätte ich noch zur Auswahl. Also da dürfen die Zuschauer auch gerne voten, wenn sie so etwas sehen möchten. Welche Steuerungsmöglichkeiten man für Rennspiele verwenden kann. Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt noch 2 Tage weiter lerne, könnte ich Topman Konkurrenz machen. Das ist nicht böse gemeint, aber... Nein. Es ist einfach eine realistische Einschätzung, oder? Wie siehst du das? Ich möchte jetzt nicht zu gemein klingen, aber es könnte sein, dass daraus ein spannender Zweikampf entstehen würde. So sieht's aus. So, 10 Sekunden haben wir noch. Ich ziehe mich jetzt in die Box zurück. Und dann wünsche ich jetzt den Zuschauern gleich viel Spaß. Das wird so ablaufen. Ich springe am Anfang in die Box zurück für das Rennen gleich. Dann gibt es eine Einführungsrunde und ich werde dann das Startsignal geben, da wir einen fliegenden Start haben hier bei der GT3 und der RAV GT. Herzlich willkommen auch an alle, die jetzt dazugekommen sind. Das war eben gerade einfach nur ein bisschen Chaos-Steuerung von meiner Seite aus. Ja, mit mir im Studio heute GiroMC. Hallo. Der Ranglistenführende, der einfach beschlossen hat, er ist so gut, der trinkt lieber einen Cocktail, anstelle mitzufahren. Ja, genau. Und er liebt die Herausforderung, das musst du auch noch erwähnen. Oh. Die anderen mal ein bisschen rankommen lassen wieder. Nee, ich kann warten, leider warten, nicht mitfahren. Warten.
Ich ziehe mich in die Box zurück. So, schaue zu. Mache die Kamera an auf Pedro XX. So, Pedro, du kannst als Führender in die Einführungsrunde starten. Oh, da sind schon wieder welche losgefahren. Passt auf eure Positionen auf, achtet bitte darauf. Pedro, nicht zu schnell. Paulort, lass ihn mal vorbei. So. Ansonsten Track aufmachen. Manch einer kommt wohl sehr langsam vom Track, das siehst du jetzt auch. Also, das ist nicht immer einfach. Ja, ich hatte auch gesehen, im hinteren Bereich sind ein paar Leute auch schon losgefahren. Paul, war Pedro auf der 1 oder Paulort? Paulort, ne? Paulort, ja. Ja. Sorry, Paulort, du warst die 1. Gerade verdreht. Ja, Paulort, Pedro, irgendwas mit P. Paulort, Pedro, Hawk, pff, egal, alles mit egal. P. Aber ich muss auch sagen, ich freue mich auch, mal ein anderes Fahrzeug vorne an der Spitze zu sehen. Ich auch. Paulot, sehr schön, Tempo 100, kannst du wunderbar weiterhalten, perfekt. Irgendeiner hat sich da hinten verabschiedet. Oh, die Bilder haben mich noch nicht erreicht. Gambi hat sich verabschiedet, ja. Paulot, wenn du kannst, vorne mal, also geht mal alle auf 80 runter, langsam von Paulot initiiert. Gambi hat einen Unfall gehabt, dass er rankommen kann. Oh ja, jetzt habe ich es auch gesehen. So, ja, an die Zuschauer auch, ihr seht das, das ist manchmal ein bisschen Arbeit, so ein Rennen zu koordinieren, so ein fliegender Start. Den gibt's halt auch nicht automatisiert im P-Cars. Zumindest nicht funktionierend. Gambi hat aufgeschlossen, ihr könnt wieder langsam auf 100 hochgehen. Daher gibt's das Ganze dann immer über so eine Rennleitung ein bisschen assistiert. Da hat man dann so einen Überblick, wer es hinten kann, halt Anweisungen geben, wer schnell fahren darf. Und die Zuschauer sehen halt hier schon, ne? Niedrige Temperaturen im Januar, die Wagen, da streicheln sie die Straße, da wollen sie Temperatur auf den Reifen haben. Ja, jetzt ist ganz, ganz wichtig, besonders für den ersten Bremspunkt. Reifen auf Temperatur bringen, Bremsen auf Temperatur bringen. Wenn nicht, wird es etwas kitzelig gleich vorne in der ersten Schikane. Ja, also da bin ich auch gespannt. Ich erwarte heute mindestens ein, zwei haarsträubende Crashes auf Monza. Also da gehe ich davon aus, dass mal ein, zwei Leute über die Schikanen wuppen werden. Das kann durchaus passieren. Ich würde mich darüber freuen. Das klingt jetzt gemein, aber ich bin ein Freund, der auch sehr gerne Stockcar-Rennen sieht. Verstehe. Und für die Zuschauer ist das ja auch etwas spektakulärer. Ja, definitiv. Gegebenenfalls auch noch Aufholjagden sehen und. Natürlich, aber schaut euch doch mal das Teilnehmerfeld an. Jetzt hier gerade das Bild wunderbar schön aufgereiht. Bei ungefähr bei der Startlinie gibt es dann wieder das Startsignal in Form eines Go, Go, Go. Start, Start, Start. Und dann wird es gleich losgehen. Und dann sind wir auch live gleich im Rennen. Hier. Alle sind jetzt raus. Ich überlege, soll ich es ein bisschen früher machen? Ja, ne? Ja, die Startziel ist so lang. Das ist spannend dann. Oder auch sagen. Start, Start, Start! Go, 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 go! So, jetzt sind wir hier live im Rennen im Monza mit der GT3 von der RAV-GT auf dem führenden Paulort. Und es geht direkt in die erste Schikane. Oh, Pedro nutzt da direkt die Innenseite der Kurve und zieht da eiskalt dran vorbei. Ganz schön raffiniert gemacht, der kleine Schlingel. Hinten haben wir ein paar Crashs. Da wird sich das Feld, da gehen wir nochmal direkt nach hinten gucken, was da passiert ist. Ja, Mockerbass da hinten führt an, dahinter Shorty, Herr Schmidt und Gambi ganz hinten am Schluss, auch ganz ungewöhnlich. Gambi schätze ich eigentlich viel stärker ein. Ja, vorne Pedro immer noch, ein Paulort dahinter, ungewöhnliche Startmöglichkeiten. Ja, hinten hat es halt ja ordentlich gerappelt. Ja. Genau, man will ja auch was sehen fürs Geld. Sagt genau. Der Topper Harley. Oh Gott, wenn ich den Namen sehe, Topper Harley. Da bekomme ich direkt wieder Lust, schlechte Hotshots-Filme zu gucken. Eigentlich waren sie mega geil damals. Ja, definitiv. Ja, also hier auch ganz interessant, ne?
An dritter Position, an vierter Position sehe ich dann Bendebär gerade. Oder wer ist da? An vierter, gerade vorgeschossen. Den Strassner auf der 4. Das ist der Strassner. Da hätte der Strassner einfach mal den Lars hier weggesnackt. Hallo. Ja, Mann, geht gar nicht. Also das ist wirklich eine Sensation des Rennens, dass so ein Hawk sich da einfach mal auf den fünften Platz abschieben lässt. Ja. Fragt sich, da zieht ein Paulon aber an der Innenseite ganz geschmeidig vorbei. CMB-Tech nutzt da auch die Chance, auf die 2 vorzukommen. Oh, Pedro, da hast du aber ganz breit gelassen, du. Ja, aber ein kleiner Feind zwischen... Ja, jetzt hier Pedro und, das siehst du, ne? CMB-Tech, Pedro, die sind heiß aufeinander. Ja, Strössner geht auch noch dazwischen. Da gibt aber einen heißen... Oh, da haben sie gerade... Da haben sie einen Hawk gerade rausgeschoben in der Kurve. Ärgerlich. Da muss Bendebär mal ein bisschen aufpassen. Da hat er gerade einen Hawk rausgezischt. Schauen wir mal so ein bisschen. Ja, Twister hier auf der 6. Shorty auf der 7. Mockerbass 8. Hawk erst auf der 9 wieder. Schauen wir mal vorne nochmal. Paulot hier auf der 1 wieder unterwegs. Oder immer noch. Genau. Schieb ihn raus. Das ist der Kommentar des Abends. Das war das Motto. Ja. Oh, oh, oh. Mal gucken, wie lange sich Paolo vor Chris halten kann. Ja, das ist interessant. Also ich gehe davon aus, dass Chris... Wobei, Pedro ist jetzt wieder vorher. Das heißt, wir haben Pedro auf der 2, sehe ich. Was ist denn da bitte gerade passiert hinten? Oh, ja, Strössner und CMB-Tech sind aneinander geraten. Aber das sah ein bisschen unlustig aus. Da war, glaube ich, ein bisschen Wut im Spiel. Da war, glaube ich, gerade Wut im Spiel, oder? Da wird es auf jeden Fall Diskussion noch geben. Ich habe es auch nur im Augenwinkel oben mitgekriegt. Ei. Also das sah ja aus wie... Ja, da gab's. Also wie nach der Kurve mal richtig mit Schmackes gegen die Wand gehämmert. Und CMB-Tech hat ausgenutzt und ist wieder vorbei. Ich weiß nicht, war das Petro und Strössner, die sich da geprügelt haben? Danach schon. Zuerst mit CMB-Tech und danach... Ja, also das ist, die nehmen sich da nix, ne? Gott, dann wird ja wieder Rennkommissare die Arztdiskussion geben, bis so geht nicht mehr. Ja, Beileidsbekundung bitte an die E-Mail-Adressen. Ja. Da schauen wir mal, was da passieren wird. Also momentan hat sich so ein bisschen eingependelt hier mit der 2 und CMB-Tech. Pedro schießt da aber von hinten auch ganz gemütlich rein in die Kurven. Ja. Also scheinbar, also interessanterweise scheint... ich weiß nicht, muss der Ruf erst später bremsen in der Kurve? Ja, der Ruf hat schon ziemlich gute Bremsen, aber normalerweise ist so ein M3 GT2 oder GT3 Wagen auf der Bremse fast unschlagbar, aber anscheinend gutes Setup gefunden. Ja, kann natürlich auch sein, dass der M3 einfach sagt, komm doch her, ich wiege eh eine halbe Tonne mehr. Ja, genau. Dann zeig ich dir mal, was es heißt, ich schieb dich raus. Nee, das ist natürlich der Vorteil, wenn du so ein M3 fährst, ne? Der kann halt schieb ihn raus. Ich will das noch nicht mal. Ja, also da bin ich echt so... Ah. Pedro ist ja aber auch ganz, ganz gierig. Ganz gierig ist er da. Der will da vorne wieder zurück hin. Also ja, ich schau mir das jetzt mal an. Was haben wir dahinter? Pedro und Strössner, dahinter Bendebär. Genau. Bendebär ist auch ein bisschen heiß auf dem Platz. Ja, und ich glaube, Hawk kämpft sich auch gerade wieder zurück, wenn ich das so im Augenblick richtig gesehen habe. Oh, ist der CMB-Tech gerade kurz, einmal kurz von der Strecke gekommen, aber gut wieder abgefangen. Ja, mal gucken. Ja, schauen wir mal hinten. Shorty Twister auf der 7, Mockerbass 8, dahinter Hawk. Ah, der muss sich da anstrengen, ne? Hawk jetzt auch nicht die schnellste Runde mit einer 1,51 gefahren. Ah, ich hoffe, sein Fahrzeug ist nicht zu sehr beschädigt nach dem Treffer. Ja, das glaube ich nämlich schon. Weil 1,51 ist nicht die Zeit, die Hawk sonst fährt. Nein, definitiv nicht. CMB-Tech setzt sich hier aber jetzt auch ganz klar von Petro ab. Ja, in den Kurven ist der M3 einfach schneller. Die Frage ist, ob es reicht für die Geraden. Da gehe ich von aus. So, was jetzt sehen? Wer Ruf? Apol, der schießt da schon wieder ein bisschen ran. Ja. Aber auch nicht so richtig. Der kriegt da nicht so richtig mehr den... Na doch. Hier siehst du es, an der Kurve siehst du es immer, aber gesamt gesehen auf die Runde schafft es da CMB-Tech doch rauszufahren. Ja. Also Paulort fährt der einsame Spitze vorne. Ja, Strössner, weiß ich nicht. Das Duell der Z4 ist wagentechnisch natürlich gleich. Mhm, da ist das Setup entscheidend. Ja, und dahinter direkt hast du einen Aston Martin, ne? Ja. Mit Shorty.
Es ist halt auch, ne? Gamepad-Fahrer auf der 6 ist halt auch eine Ansage. Definitiv, wobei ich die Essens hier wirklich weiter vorne gesehen hätte, so vom Einschätzen her, weil der Topspeed von diesem Wagen. Nee, der snickt sich ja aber gleich den Wende, ne? Der Shorty geht jetzt hier auf den Wende drauf. Twister dahinter. Hawk hat sich jetzt Mockerbass gesnackt. Ist definitiv wieder im Fight vorne mit dabei. Was heißt mit dabei? Aber der will wieder ran. Der will halt auch so ein bisschen um die Meisterschaft mitfahren. Aber ich meine, der Bendeberg, der ist ja von ziemlich weit hinten gestartet und ist jetzt so weit vorne, also alle Achtung. Ja klar, ja, aber Shorty, guckst du an. Der wobbelt da hinter dem hochaggressiv lang, musst du überlegen. Jeder Wobbler sind 1-2 km Verlust, ne? Wobei, der Aston hat so viel Überschuss gegenüber den Z4, das ist unglaublich. Mit der kürzesten Übersetzung schafft so ein Aston Martin 284 hier auf der Geraden, da kommt der Z4 mit Ach und Krach nur ran. Ach du Scheiße. Ja, siehst du jetzt hier auf der Geraden, siehst du es gerade. Da braucht der Z4 nichts machen, ne? Nein. Chancenlos. Da kämpft man mit stumpfen Waffen. Aber gut, so ist das halt. Es geht immer vor und nach. Ja, mein Traumwagen wäre es ja gewesen, so ein Aston Martin. Aber ich glaube, ich hätte lieber den V8 Vent. Ich hätte dann auf den V8 gewechselt. Ja, da siehst du es halt. Da zieht er einfach dran vorbei. Und da muss er ihn auch noch wirklich ziehen lassen. Ja. Da hat er keine Chance, an die Leistung ranzukommen überhaupt. Ja, Strassner weiter auf der 4, Pedro auf der 3. Ja, ist immer noch so ein bisschen an CMB-Tech dran. Aber scheint nicht so richtig ranzukommen irgendwie. Nein, da fehlt ein bisschen was. Wobei ich nicht mal sagen würde Leistung, ne? Ist so, ja. Vielleicht genauso wie hier jetzt, ne? Wieder den 3 mm im Sand. Ist natürlich auch der Druck, du willst halt dran, dann fährst du. Und dann zerbrichst du teilweise in deinem eigenen mentalen Setup. Ja, wenn man das Fahrzeug dann überfährt, dann... Ja, willst du zu viel. Definitiv. Ohne Frage von Monty, die nächste Strecke ist Spa. Ja, Spa wird übrigens auch sehr interessant. Weil auf Spa nämlich wieder Zufallswetter eingestellt wird. Also, da freue ich mich wieder drauf, als Gott des Wetters. Quasi. Ja, du hast da immer sehr, sehr interessante Ideen. Ja, sagen wir einfach mal so, wenn wir 9 Rennen ansonsten, oder wenn wir an allen anderen Rennen Sonnenschein fahren, ist klar, was bei Zufallsrennen garantiert nicht vorkommt. Sonnenschein. Wobei es auch manchmal vorkam, dass es das gab. Also ich stelle einfach wirklich zufällig ein und stelle dann eine bestimmte Zeitverschiebung ein. Und dann kannst du halt wirklich sich zwischen Regen- und Sonnenperioden abwechseln. Ist manchmal sehr interessant, weil man dann, ich weiß nicht, warst du in dem Rennen dabei, wo man sich überlegen musste, ob man jetzt für 6-7 Runden trockene Reifen nochmal aufzieht? Ja, das war Donington. Genau, wo es halt eigentlich klüger war, auf den Regenschluppen durchzufahren. Genau, das hat mich dann auch quasi zum Sieg geführt, das war ein echt ein Chaos-Rennen, aber sowas. Ja genau, Quali-Chaos, genau das war's. Es gab zwei Leute, die durften ihre Quali-Runde im Trockenen fahren und der Rest musste im Nassen fahren. Richtig, war sehr erheiternd, die im Trockenen waren natürlich auch erwartungsgemäß massiv schneller unterwegs, hat aber nichts genützt, weil die im Rennen dann einfach mit der Nässe nicht klarkamen. Ja, ich weiß noch, als ich mal eine Quali-Runde gedreht habe, gab's Nässe, Nebel. Ja, ich glaube, Bendebär ist im Trocknen, ne? Ja, Bendebär ist im Trocknen gefahren. Twister auch. Auf jeden Fall Twister hatte die Pole. Ja, war auf jeden Fall sehr erheiternd. Wo ich so im Nachhinein sagen muss, vom Spannungsfaktor definitiv eins der cooleren Rennen. Ja. Nicht zu vergleichen mit der Nebelsuppe des Nürburgring. Nein. Also Nürburgring haben wir auch mit zufälligem Wetter gespielt. Und da gab es Regen und Nebel und Nacht. Und da war es so, da hat man halt nichts mehr auf der Strecke gesehen. Da sind alle, glaube ich, mit gefühlt 30 km langsamer gefahren. Da wird sie nicht abfühlen. Das war auch. Aber das ist halt, weiß ich, das ist halt das Schöne an PKs. Da kann man dann auch mal so die Engine ein bisschen spielen lassen. Mhm. Und hier muss ich jetzt auch sagen, wenn ich die Grafik betrachte beim Zuschauen, das wirkt halt nochmal schöner als Race Room, leider. Ja. Grafisch definitiv, aber ich sehe gerade, Pedro muss so ein bisschen abreißen lassen, ne? Der kriegt jetzt ein bisschen Druck von Strassner, ne? Strassner, ja, Shorty ist auch nicht mehr so weit weg dahinter. Ja, Twister kommt da nicht ganz ran. Bände dahinter, Bände, Twister fahren ihr Duo aus. Ja, Hawk, ne? Siehst du da hinten auch schon am Horizont hoch? Ja. Und Shorty, aber hier, Shorty, wenn du das anguckst, jetzt auf der Geraden, der holt sich aber gleich einen Strassner noch.
Da ist noch was drin. Was macht denn unsere Knob-Motorsport-Fraktion denn so? Hm? Was macht denn die Knob-Motorsport-Fraktion? Monty, im Grunde komm einfach bei uns auf die Seite rrvqd.com. Komm auf Teamspeak. Also von meiner Seite aus gibt's zumindest klar, du kannst halt nicht mehr um die Gesamtwertung mitfahren. Ich glaube mal, Knob Motorsport ist ganz hinten mit einer 1,52,025. Oh. Da vorne Schmidt, ein Pietzen, ein Mockerbass, Hawk auf der 8. Ich will aber gern wieder auf Strassner, weil ich das Duell Strassner gegen Pedro gleich sehen möchte. Grundsätzlich komm auf rrvgt.com, da gibt's auch den Teamspeak-Link. Komm zu uns, stell dich vor. Aus meiner Sicht spricht da, glaube ich, einfach nichts gegen, wenn du ins Bar mitfahren willst nächste Woche. Wie sieht das von deiner Seite aus? Definitiv nicht. Kleines Testrennen und dann Abfahrt. Genau, also halt nachweisen, dass du nicht wie der letzte Henker fährst. Einfach mal ein paar Runden mit den Jungs drehen. Ja, ansonsten ist das überhaupt kein Problem, klar. Wir haben auch noch genug Cockpits frei. Genau, Cockpits sind noch frei. Sogar der Aston Martin V8 ist frei. Der ist noch gar nicht gefahren. Ich glaube, Bentleys haben wir auch noch. Bentleys sind auch noch frei. Ja. Wäre cool, wenn die Autos gefahren werden, weil die halt noch nicht so vertreten sind. Ja. Oh, da kommt gerade eine Anfrage rein, wie es vorne an der Spitze ausschaut. Ja, Paul und Chris, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache mal die Dings auf. Ihr seht Paul gerade in der Schikane unterwegs. Chris schiebt da die gerade lang. Das Ding wird, wenn Paul da jetzt keinen Fehler macht. Ihr fahrt bei Race Room auch mit, ja. Christopher, ja, wunderbar. Nico. Wunderbar, dann kommt einfach hierher, fahrt mit. Oder ja. Abfahrt. Kein Problem, jeder ist willkommen. Ansonsten vorne, naja, also wenn jetzt Paul hat da keine großen Fehler macht, dann muss man einfach sagen, ist die Nummer gelaufen. Aber da hinten sehe ich einen kleinen Kampf. Ich weiß nicht, wer ist denn das da? Oh, da haben wir einen Hawk, der da gerade am Bändebär vorbeigezischt ist. Da hat er sich auf den 7. vorgearbeitet, aber ärgerlich, dass er hier so rausgedrängt wurde. Definitiv. Auch er fährt ja noch um die Meisterschaft mit, also das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich. Nein, er fuhr um die Meisterschaft mit, würde ich jetzt behaupten. Ja, weiß nicht, ne? Shorty Stress, Shorty Pedro, das ist halt jetzt so die Frage, schaffen die das noch? Shorty, sag ich schon. Stress nach Shorty Pedro, das ist so ein bisschen die Frage, ob die sich da nochmal einkriegen als Dreiergruppe. Pedro fährt halt auch extrem schnell mit seinem Aston Martin. Die nächste Runde ist rückwärts. Ja, CMB-Tech ganz allein unterwegs, Paulort auch. Also der fährt da mit einer 1,45, 5,17. Was ist los mit dem? Der fährt halt auch wie ein junger Gott. Ja. Als ob man ihn mal endlich freigelassen hat, als ob man ihm endlich so allen Ballast vom Wagen und der Seele genommen hat. Ich denke mal, er hat genug bei Race Room geübt. Da kann er mit Picards locker umgehen. Ja, das könnte auch eine gute Möglichkeit sein. Aber das ist halt das, was mir in Race Room fehlt, dieses Wackeln der Autos, dass man halt so das Gefühl hat, die Autos haben eine Masse dahinter. Das stimmt, das stimmt. Da gebe ich dir auch recht. Aber, ja, schauen wir mal, 10 bis hinten. Stoß, naja, Shorty wird da nicht mehr rankommen. Twister dahinter, Hawk. Wird da auch an Twister leider nicht mehr rankommen, auch Bendebär nicht mehr. Pete's Ender, McLaren so ein bisschen eigen unterwegs. Hinten, ja, Prinz Winnie von Köln, wie er in Race Room heißt, auf der 10 unterwegs. Topman dahinter. Und Topman vorletzter hinter ihm, Mockerbass. Oh, Mockerbass sieht aber auch aus, als hätte er einmal richtig hart heiße Umarmung mit der Leitplanke gehabt. Jetzt sind wir hier auf Paulort drauf. Das ist jetzt die letzte Kurve, die er da fährt. Wird jetzt auch gleich ins Ziel gehen. Ja. Das ist wirklich wahr. Und dann hat er hier das Rennen Audi rausgeholt hat. Genau. Vielleicht hat es gerade so gereicht mit dem Wagen. Oh, hier cuttet er aber nochmal.
Das war jetzt ganz unglücklich, die Nummer. Aber da ist ja jetzt durch. Ja, aber du hast das vor der Zieleinfahrt gesehen mit den weißen Linien, ne? Hat er seinen Boxenleuten nochmal gegrüßt. Das hätte am Ergebnis auch nichts geändert. Das muss man jetzt fairerweise sagen. CMB-Tech auf der 2, dahinter Pedro. Strössner auf der 4, Shorty auf der 5. Twister auf der 6, dahinter auf der 7, Bendebär. Hawk 78 auf der 8, Bendebär hat ihn dann doch noch gekriegt. Ja, auf der 9, Pietz N. Gefolgt von Herr Schmidt, der jetzt hier ins Ziel einfährt. Und ganz hinten haben wir auf der 11 dann Topman. Ja, Glückwunsch an Paul Lord, hat er super gemacht, souverän. Ja. Der Zielsieg. Sauber. Und da ganz als allerletztes werden wir jetzt Mockerbass sehen, ja, auf die Einfahrt in die letzte Gerade. Und meiner einer steht noch im Ding. Also Paul Lord hier ganz, ganz starkes Rennen. Definitiv. Ja, auf jeden Fall kann ich nur sagen, vielen Dank an alle Zuschauer, die wir heute hatten. Waren doch sehr viele. Nächstes Rennen ist nächsten Sonntag, soweit ich weiß, oder? Ja, genau. Nächsten Sonntag ungefähr dieselbe Zeit wieder, grob um 7. Wir hoffen, wir sehen euch wieder. Und ich bedanke mich auch. Ja, eine schöne Woche. Und falls ihr einfach zuschauen wollt, vorbeikommen wollt, rrvgt.com. Einfach auf die Homepage gehen, da erfahrt ihr, wie ihr zu uns kommt. Mitfahren könnt. Und ansonsten wünschen wir euch allen einen schönen Sonntag. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Rennen. Schönen Tag noch. Tschö. Ciao.